Ja, hier in Abtenau haben wir unseren Stützpunkt. Gekommen sind wir über die Postalm. Am Programm stehen aber auch der Königssee, die Ramsau mit dem Zauberwald und dem Hintersee, die Brauerei Kaltenhausen in Hallein, die Christelalm am Prattberg, die Stille Nacht Gemeinde Oberndorf, das Gut Eiderbichl bei Hendorf und natürlich die Landeshauptstadt Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich euch begrüßen darf. Wir haben gerade geredet, Bezirk Gensendorf. Ist ja nicht so weit weg, aber es ist trotzdem ein schönes Stück. So ist es ja nicht. Ihr seid das natürlich ein absolutes Flachlandgebiet. Gell? Ja. Wir sind genau das Gegenteil. Wir sind auf 1200 Meter Seehöhe. Wir sind da im Postalmgebiet. Das Postalmgebiet ist das größte zusammenhängende Almgebiet Österreichs. 17 Almen in etwa im Kerngebiet, 2000 Rinder weiden herum, Anfang Juni bis Ende September, davon 70 Milchkühe, 30 davon habe ich. Wird dann zweimal melken, wie es halt üblich ist, in der Früh und am Abend. Am Abend kommt die Milch in den Käsekessel, wird gekühlt, nur auf 12 Grad und am nächsten Tag verarbeitet. Wir machen sehr viel, ich bin gelernter Käse, war in Vorarlberg in der Schweiz und in Tirol. Wir machen deswegen sehr viel Bergkäse. Was ist es? Ha? Zum Waschen. Okay, gib mir keinen Käsekeller. Schauen wir uns den mal. Wir haben ja auch Kleeblätter. Und ich kann von. Ja, so. Ja. Und ich kann. Wo verschwindet das Tier? Das ist eine Arbeitskammer, glaube ich, da oben. Ja. Oh, ist das wunderbar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bei der Abfahrt eröffnete sich der erste Blick zum Dachsteinmassiv. Klingen herüber.
von Bartolome und machen ein Märchen wahr. Denn all ihr Leuten kann nur bedeuten, sie leiten zwei Herzen ins Glück. Es läuten die Glocken am Königssee und grüßen ein junges Paar. Ein Wallfahrerfluss erschellt mit 71 Personen. Hier ist der Königssee bereits schon über 100 Meter tief. Hier sehen wir jetzt St. Bartholomä, was man jetzt gleich vom Boot aus schon sieht. Bis hierhin sind es noch 5 Kilometer, eine Fahrzeit von ca. 30 Minuten. Wenn nichts passiert, gell? Ja, ja, kalt. So, jetzt sind wir bereits an der Echobahn angelangt. Da gibt es das berühmte Echo vom Königssee. Das Watzmanngebirge, der Sage von Ludwig Ganghofer, bildet der Watzmann eine Familie. Der Watzmann mit 2713 Meter, die Watzmannfrau mit 2306 Meter, davon 7 Kinder, 6 Buben und ein Mädchen. Die Familie war sehr grausam zum Mensch und Tier. Darum wurden sie durch Gottes Hand versteinert, so schreibt es Ludwig Ganghofer in seinem Roman Die Martinsleise. Denn all ihr Leuten kann nur bedeuten, sie leiten zwei Herzen ins Glück. Es läuten die Glocken am Königssee und grüßen ein junges Paar. Königssee und im hellen Sonnenschein bleibt dein Herz nicht lang allein. Wenn zwei sich gut verstehen, wird sich gut verstehen, denn er hat Verliebte gern schon immer gern gesehen. Schön ist die Liebe, die Liebe am Höchst. Glaubst du jetzt, dass ich eine Frau glücklich mache? Das wird sich erst herausstellen. Waren wir so gern. Okay. Da ist der Weg.
Wir stehen am Ufer der Salzach. Auf der anderen Seite sehen wir die deutsche Stadt Laufen. Der gesamte Ort Oberndorf wurde immer wieder von Hochwässern verwüstet. Deshalb wurde er nach 1899 um rund 800 Meter nach Norden verlegt. Dem Abbruch fiel auch die Pfarrkirche St. Nikola zum Opfer. In dieser Kirche erklang 1818 zum ersten Male das Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde die Kapelle errichtet und 1937 eingeweiht.